Heute für euch die 10 größten Baufails aller Zeiten. Schaut's euch einfach selbst an. Nummer 10. Im Jahr 2006 sind 5 Menschen ums Leben gekommen und weitere 6 erlitten schwere Verletzungen, als ein Teil der Überführung de la Concorde wegbrach. Die Straße zerquetschte 2 Autos, während ein drittes über die Kante gestürzt ist. Die Überführung wurde 1970 mit einer sehr schlechten Statik und komplett falschen Materialien erbaut. Nummer 9. Dieses Mehrfamilienhaus wurde aus Betonplatten errichtet und während des Baus gab es keine Qualitätskontrolle von Beton oder anderem Material. Eine Explosion in einer der Wohnungen im 22. Stock des Gebäudes war dann die Ursache, dass das gesamte Haus wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen ist. Platz 8. Die Baumeister hinter diesem Spielplatz sollten für die richtige Verwendung von Materialien wahrscheinlich mehr Zeit investieren. Sie gaben dem Spielplatz ein futuristisches Aussehen, dazu entstand er aus reinem Stahl. Der Nachteil: Im Sommer wurde der Spielplatz auf rund 52 Grad aufgeheizt, wodurch die Geräte viel zu heiß und unbrauchbar für die Kinder wurden. Na gut, vielleicht konnten sie sich wenigstens ein Spiegelei auf der Rutsche braten. Nummer 7. Das Vdara Hotel und Spa eröffnete seine Türen im Jahr 2009 und ist im selben Jahr noch gescheitert. Die Gäste begannen sich zu beklagen, verbrannt zu werden, als sie rund um den Pool saßen, und das war nicht aus dem Mangel von Sonnencreme. Es wurde festgestellt, dass die Sonnenstrahlen durch die Konstruktion des Gebäudes in den Poolbereich abgestrahlt wurden. Menschen klagten über Hautverbrennungen, schmelzende Plastiktüten oder verbrannte Haare. Na, da wurde der Urlaub wahrscheinlich schnell zur Hölle. Nummer 6. Die Suffolk Staumauer ist im Jahre 1889 gebrochen und ganze 20 Millionen Tonnen Wasser wurden dabei freigesetzt und mehr als 2200 Menschen starben. Ein Gericht sagte, dass der Bruch der Staumauer durch eine höhere Gewalt entstand. Die Anwohner sagen jedoch, dass die Wartung schlecht gewesen sei und Lecks mit Schlamm oder Stroh gestopft wurden. Und auf Nummer 5. Das Dach in der Kemper Arena brach im Jahre 1979 zusammen. Das einzig Gute dabei war, dass zu diesem Zeitpunkt niemand in der Arena war. Das Dach war so konstruiert worden, dass es langsam Regenwasser freigeben würde, um so die Wahrscheinlichkeit von Hochwasser zu reduzieren. Aber bei einem Sturm hatte sich das Wasser gesammelt und durch ein starkes Übergewicht kippte die gesamte Konstruktion in sich zusammen. Platz 4. Als diese Brücke erneuert wurde, haben die Bauarbeiter leider vergessen, die Struktur des Holzes zu beachten. Das führte dazu, dass bei der Eröffnung der Brücke im Jahr 1855 der erste Zug über das Bauwerk fuhr und die Brücke dabei direkt einstürzte, wobei 30 Menschen ihr Leben verloren. Nummer 3. Diese Edelstahlkonstruktion wurde im Jahr 2003 errichtet und im Laufe der Jahre beschwerten sich dann die Nachbarn darüber. Das geschah aufgrund der Tatsache, dass die Platten so glänzend waren, dass das Sonnenlicht direkt in ihre Wohnung reflektiert wurde. Das verursachte natürlich einen starken Anstieg der Temperatur in den Wohnungen. Das Team hinter dem Design bedeckte dann die Platten mit großen Tüchern im Jahr 2005. Nummer 2. Während der Hauptverkehrszeit brach eine Brücke in Mississippi im Jahre 2007 in sich zusammen. Dabei kamen ganze 13 Menschen ums Leben und rund 145 erlitten Verletzungen. Die Brücke wurde von 1991 bis 2005 erbaut. Jedoch stellte die Regierung erst nachher fest, dass sie strukturell mangelhaft war. Und auf Nummer 1. Bei einem Tunnel in Kanada stürzten 2011 Betonbalken von einem Dachteil herunter. Zu der Zeit gab es nicht viel Verkehr und es war ein Wunder, dass niemand getötet wurde. Die Ingenieure sagten, dass die Kontrollen selten und flüchtig unternommen wurden und schlugen schon 2008 Reparaturen vor. Allerdings sah die Regierung dies nicht als notwendig an und somit musste es zu diesem Unglück kommen. Ja Leute, so schnell kann es manchmal gehen. Hier kommt ihr noch zu einem weiteren Zufallsvideo. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.